Audi erweitert seine Q-Modellpalette. Im Gegensatz zum VW-Motorkonzern steht die Marke Audi im Moment nicht auf Sparkurs. Ganz im Gegenteil. Mittelfristig möchten die Ingolstädter das komplette SUV-Segment abdecken. Den Start macht ein ganz neues Modell der Q-Reihe, der Q2. Dieser wird minimal kleiner als der Q3 und auf dem Genfer Autosalon 2016 Premiere feiern. Später soll eine Coupé-Version kommen. Außerdem kommen ab 2016 auch neue Modelle der bisherigen Baureihen Q3, Q5 und Q7 auf den Markt. Zwischen 2016 und 2019 sind mit dem Q1, dem Q4, dem Q6 e-tron und dem Q8 Coupé weitere Neuzugänge geplant.